Und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren React. Heute laber ich gar nicht so viel, wir gehen halt direkt rein in die Deutschen, wie entstanden sie? Anderswo gesagt, wie entstanden die Deutschen halt? Here we go und schönes Bild. Ausländer gelten Deutsche als nüchterne Macher, die nicht lange herumreden und eher zu einer Ruppigkeit bis hin zur Rechthaberei neigen. Dafür aber Dinge produzieren, auf die man sich verlassen kann. Die Deutschen selber halten sich für fleißig, ordnungsliebend, sauber, pünktlich und gründlich. Pünktlich nicht in jedem Aspekt. Ihr sagt nur die Deutsche Bahn. Diese Eigenschaften setzen eine ernsthafte Grundhaltung voraus, die wenig Raum für Humor lässt. Deshalb halten Engländer zum Beispiel den deutschen Humor für nicht existent. Nö. Und noch eins. Für Engländer und Amerikaner geht das Verlangen nach individueller Freiheit allen anderen Wertforderungen vor. Auch die Deutschen schätzen die Freiheit in einem hohen Maß, doch ihr höchster Wert ist die Sicherheit. Okay. Das wird deutlich, wenn man ein anderes Wort dafür verwendet, nämlich Geborgenheit. Die Sehnsucht danach ist etwas, das die Deutschen seit dem Dreißigjährigen Krieg prägt. Ursache dafür, die liegt auf der Hand. Bis zur Reichsgründung von 1871 hatten die Deutschen keinen gemeinsamen Staat. Okay, Alter. Aber wir waren schon ein bisschen expandet nach rechts hin. Was ist denn? Kriegerische Sachsen oder was ist das? Auf jeden Fall Provinz Westpreußen, Provinz Ostpreußen, Thorn, Breslau, Kaiserreich Russland ist schon hier alles so, Kaiserreich Österreich, Königreich Ungarn, ach, KGR ist Königreich, ah, jetzt habe ich es verstanden, Königreich Sachsen und Königreich Württemberg, die gehörten nicht mal zu Deutschland. Großherzogtum Baden, Reichsland Elsass-Lothringen, Rheinprovinz, Provinz Westfalen. Ja gut, die Provinzen gehörten wahrscheinlich dann alle zu Deutschland. Das waren einfach dann Provinzen. Das hat irgendwas Chinesisches, finde ich. Provinzen. Was könnte denn Grimm sein? Großherzogtum? Großherzogtum? Möglich. Mecklenburg-Schwerin. Königreich Dänemark, Schweden, Provinz Schleswig-Holstein. Ich finde das voll interessant. Ich habe tatsächlich noch nie so eine Karte gesehen, glaube ich. Oder wenn. Ach, hier unten steht das auch. FHZ ist Fürstentum, Großherzogtum. Was wollte ich nochmal wissen? Grimm. Steht ja nicht. Cool. Ob ich noch sei. Wir gucken mal weiter. Ich fand halt nur die Karte gerade interessant, deswegen, egal. Sie lebten in vielen Staatsgebilden, die sich durch Eroberungen und Erbteilungen ständig veränderten. Das ist ja noch älter. 1789, im Jahr der Französischen Revolution, gab es exakt 1789 selbstständige politische Einheiten auf deutschem Boden. Und noch immer hat die Heimat für Deutsche eine tiefere emotionale Bedeutung als für die meisten ihrer Nachbarvölker. Das rührt daher, dass die historisch gewachsenen Kleinstaaten nicht nur politische, sondern auch kulturelle Einheiten. Brezel mit so Butter drinne. Mega geil. Waren, was allein schon in den unterschiedlichen Dialekten zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel bayerisch. Na Kopf tut wer, na Achsen stinger, der muss ich gleich ein Bier aufdringer. Oder auf Plattdeutsch. Lüt matten der Haas, he maxigen Spaß, herr Danz ganz allein, ob der achtesten Behen. Klingt schon verschieden, nicht wahr? Ja. Und warum ist das so? Wie entstanden die Deutschen? Welche Genetik haben sie? Darauf und vieles mehr werde ich in meinem heutigen Video eingehen. Wir sehen das Video. 40 Minuten. Wird aber schnell machen wahrscheinlich. Frankreich heißt auf Englisch France, auf Italienisch Francia, auf Russisch Francia. England heißt auf Französisch Angleterre, auf Italienisch Inghilterra und auf Russisch Anglia.
Der Originalbegriff ist in allen Fremdsprachen wiederzuerkennen. Jetzt geht mal nach Deutschland. Deutschland heißt auf Niederländisch Duitsland, auf Dänisch, Schwedisch und Norwegisch Tyskland. Den nordgermanischen Sprachen ist nämlich der Stamm Tysk mit verhärteten Konsonanten eigen. Jedoch scheinen die sprachlichen verwandten nordeuropäischen Länder die Regeln zu bestätigen, nämlich dass der Eigenname in abgewandelter Form übernommen wird. Aber auch Englisch ist verwandt mit Deutsch und beide sind westgermanische Sprachen. Deutschland heißt aber auf Englisch Germany und nicht etwa, wie man vielleicht annehmen könnte, Dutchland. Denn Dutch ist bei den Engländern seit dem 17. Jahrhundert allein für die Niederländer reserviert. Zur Bezeichnung der östlichen Nachbarn mussten sie auf das lateinische Germania zurückgreifen. Diesen Begriff haben die Römer seit etwa 200 vor Christus als Sammelbezeichnung für die rechtsrheinischen Stämme verwendet. Die Herkunft des Begriffs Germanui ist nicht geklärt. Die Verbindung mit dem germanischen Geizatz oder Ger, der Wurfspeer, gilt als widerlegt. Unwahrscheinlich ist auch die Ableitung vom lateinischen Germanus, leiblich, echt oder wahr. Am wahrscheinlichsten ist eine keltische Etymologie. Erwogen werden die Wurzeln vom altirischen Gair, Nachbar, oder Gairm, der Schrei, woraus die Benennungsmotive die Nachbarn bzw. die Schreienden resultieren. Die Eigenbezeichnung Deutsche und für das Land Deutschland geht wiederum auf das althochdeutsche Theodisk zurück, was zum Volk gehörig oder die Sprache des Volkes sprechend bedeutet. Dieses leitet vom Tiot, Volk oder Stamm, sich ab, was im urgermanischen Wort Teudo ebenfalls in Bedeutung für Volk oder Stamm verwurzelt ist. Bei dem Begriff Deutsch ging es ursprünglich nicht um eine ethnische Einheit, sondern um eine nicht-lateinische Volkssprache, also zum Beispiel Fränkisch, aber auch Englisch, Gotisch oder Normannisch. Die früheste belegte Form dieses Wortes, Tiota, findet sich in der gotischen Bibelübersetzung des Bischofs Wulfila aus dem 4. Jahrhundert. Es wurde noch mit einem anlautenden TH geschrieben, so wie im Englischen zum Beispiel Thank, und zeigt, dass sie wohl tatsächlich, naja, gelispelt haben, diese früheren Deutschen. In der lateinischen Form Theodiske wurde das Wort erstmals im Jahre 786 in einem vatikanischen Kodex belegt. Dies bildete auch die Quelle des italienischen Wortes Tedesco. Im Mittelalter und darüber hinaus wurde das lateinische Adjektiv Teutonicus im lateinischen Texten als Rückübersetzung von Deutsch gebraucht. Beispielsweise im Regnum Teutonicum, dem nördlich der Alpen gelegenen Teil des römisch-deutschen Reiches. Die Römer schrieben den Germanen den Furor Teutonicus, also die teutonische Raserei, zu. Der Ausdruck spiegelt den Schrecken wider, den die Römische Republik beim ersten Zusammentreffen mit germanischen Stämmen auf ihrem italienischen Gebiet im 2. Jahrhundert vor Christus ergriff. Und dies wurde nach der Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus nochmals bestätigt und fortan allen Germanen zugeschrieben. Im Englischen ist Teuton heute noch eine umgangssprachliche Bezeichnung für den ansonsten als German bezeichneten Deutschen. Der deutsche Orden heißt dort Teutonic Order und die Deutschordensritter werden Teutonic Knights genannt. Okay. In einigen Ländern fallen die Volks- und Landesbezeichnungen der Deutschen auseinander. Zum Beispiel der Niemitz und Germania bei den Russen oder Tedesco und Germania bei den Italienern. Was man vom Französischen ja wohl nicht behaupten kann. Allemagne heißt das Land, Allemand die Bewohner. In der Spätantike war das westgermanische Volk der Alemannen der östliche Nachbarn der romanisch sprechenden Gallier. Die späteren Franzosen übertrugen den Namen dann auf alle germanischsprachigen Nachbarvölker. Wenn wir von Deutschland aus nach Osten reisen, so kommen wir unter anderem nach Polen. Dort nennt man die Deutschen Niemcy, wie in Russland. Der Deutsche heißt auch im Tschechischen Nemitz und auf Ungarisch Nemit. Eindeutig dieselbe Wurzel in ganz Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Man glaubt, dass die Bezeichnung von einem urslawischen Wort abstammt, das Fremder bedeutet
und auf ein Adjektiv für stumm zurückgeht. Okay. Das Wort bezeichnet also Fremdsprachige, die sich mit den Slawen nicht verständigen konnten und wurde später auf die Deutschen eingeengt. Damit entwickelte sich der Begriff also genau in die entgegengesetzte Richtung wie Almanje. Während die Slawen eine Allgemeinbezeichnung eingegrenzt haben, haben die Franzosen eine Sonderbezeichnung ausgeweitet. Und mit weltweitem Erfolg. Der französische Wortstamm wurde ins Spanische und Portugiesische übernommen und von dort nach Südamerika und in den Nahen Osten exportiert. Auf Finnisch und Estnisch heißt der Deutsche Sachser. Sachsen geht auf das Sachs zurück, ein einschneidiges Kurzschwert. Kaum zu glauben, aber in Helsinki sind die Deutschen also Schwertträger. Und Pickelhauben. Ja. Bitte? Ja, ja, richtig gehört. Eine an die Stirn gehaltene Faust, die mit einem Finger nach oben zeigt, bedeutet in der Gebärdensprache Deutschland oder Deutscher. Lol, ernsthaft? Die Deutschen haben kein einzigartiges genetisches Erbe. Denn sie und alle anderen Europäer sind ein Mischmasch. Nachfahren wiederholter urzeitlicher Einwanderungen. Schon Hermann der Cherusker, eigentlich ja Arminius, war alles andere als ein lupenreiner Mitteleuropäer. Er trug in sich das Erbe von mindestens drei großen Einwanderungswellen und damit von Migranten aus Gebieten außerhalb Europas. Die wissenschaftlichen Ergebnisse enthüllen, dass die ersten Vertreter des Homo sapiens vor 40.000 Jahren aus Afrika über die arabische Halbinsel durch die Balkanroute nach Europa angewandert sind. Ihre Verwandten, die Neandertaler, haben sie dort verdrängt, bis diese schließlich vor 30.000 Jahren ausstarben. Offensichtlich haben beide Gruppen aber auch gemeinsame Nachkommen gezeugt. Denn alle Nicht-Afrikaner heute tragen maximal 4% der Neandertaler-Gene in sich. Vor 9.000 Jahren begann die Einwanderung der ersten Bauern aus dem Nordwesten Anatoliens, wieder über den Balkan. Sie brachten nicht nur ihre Gene und die Technologie der Landwirtschaft mit. Wir verdanken ihnen auch einen kulturellen Wandel. Aus nomadischen Jägern und Sammlern entwickelten sich die sesshaften Bauern der Linearbandkeramikkultur. Und was für ein Ding? Die dritte Welle folgte in der frühen Bronzezeit. Vor rund 5000 Jahren strömten die Yamnaya, ein halbnomadisches Volk von Steppenreitern, nach Südosteuropa ein. Vor allem die Männer der Yamnaya haben ihre Spuren im Erbgut der Europäer hinterlassen. Sie zeugten rege Nachwuchs mit den bereits im Donaugebiet ansässigen Bauerntöchtern. Heute tragen alle Europäer die genetische Dreifaltigkeit der Stein- und der Bronzezeit in sich. 30% Jäger und Sammler, 30% anatolische Frühbauern und 40% Steppenviehhirten, was auch ihr Aussehen prägt. Denn die blauen Augen haben sie von den dunkelhäutigen Jägern und Sammlern, die helle Haut von den anatolischen Frühbauern und die blonden Haare von den Yamnaya aus der Steppe. Das ist interessant. Ich habe auch blaugraue Augen. Genetik. Gemeinsam mit der Biologin Joelle Apter hat die Genexpertin Inma Patsos von der Firma Igenea fast 20.000 Genanalysen von Deutschen verglichen. Die Ergebnisse beweisen, dass die Deutschen mehrere Wurzeln haben. Besonders deutlich wird das bei den väterlichen Linien. Sie sind bei deutschen Männern nur zu 6% germanisch. Und das steht im Widerspruch zu den mütterlichen Linien. Demnach sind 50% der deutschen Frauen mütterlicherseits germanischer Abstammung. Unwissenschaftlich ausgedrückt, die deutschen Frauen sind deutscher als die deutschen Männer. Über Jahrhunderte sind die Männer in der Urzeit durch Kriege, Naturkatastrophen und Jagdunfälle hinweggerafft worden. Die Frauen hatten schon damals eine geringere Sterblichkeit und eine höhere Lebenserwartung. Und offenkundig eine hohe Zahl an Geschlechtspartnern aus anderen Völkern, mit denen sie Kinder zeugten. Insgesamt 25% der Deutschen entstammen der Haplogruppe I1, obwohl diese auch in den traditionellen germanischen Ländern durch die zahlreich verbreitete Haplogruppe R1b
oft überschattet wird. I1 tritt am häufigsten im Westen von Finnland, 40%, in Südnorwegen, 35%, und gefolgt von Schweden, Dänemark und Norddeutschland auf. Es ist trotzdem problematisch, die Germanen als die Vorfahren der Deutschen zu bezeichnen. Neben germanischen Stämmen lebten im Laufe der Geschichte viele Menschen unterschiedlicher Herkunft auf dem Gebiet, das wir heute Deutschland nennen. So bestanden im Süden lange Zeit keltische Stämme. In römischer Zeit siedelten sich Menschen aus vielen Regionen des Römischen Reiches in Teilen des Rheinlandes und Süddeutschlands an. Ab dem Frühmittelalter besiedelten slawische Stämme weite Teile Ostdeutschlands. Die Idee einer Verbindung zwischen Germanisch und Deutsch ist relativ jung. Erst seit dem 18. Jahrhundert wurden die Germanen als Vorfahren der Deutschen stilisiert, um eine gemeinsame deutsche Vorgeschichte zu konstruieren. Genetisch gesehen gibt es in Deutschland sogar weit mehr als 30 Millionen Menschen, die keltische Vorfahren haben. 45% der männlichen Deutschen gehören nämlich zur Haplogruppe R1b. Sie wird als die Kelten-DNA bezeichnet, da sie am stärksten bei Völkern mit keltischem Hintergrund verbreitet ist. Man darf sie jedoch keinesfalls nur keltisch bezeichnen, da sie in einer Zeit entstand, als es noch gar keine Kelten gab. Die Haplogruppe R trat erstmals zwischen dem Kaspischen Meer und Sibirien vor 30.000 bis 35.000 Jahren auf. Ihre Aufspaltung in R1a und R1b fand vor weniger als 18.500 Jahren im zentralen und westlichen Teil Asiens statt. Die Träger dieser Genvariationen sind zwar in der heutigen irischen oder walisischen Bevölkerung häufig, aber das sind sie auch bei den Basken oder den turksprachigen Baschkiren. Der Historiker Otto Urban skizzierte: Die Ausdehnung der Kelten könnte durchaus mit dem heutigen Europa vergleichen. Im 2. Jahrhundert unserer Zeit siedelten die Kelten auf den britischen Inseln und an der Westküste Portugals, quer über den mitteleuropäischen Kontinent bis hinunter zu den Donaukelten und den Keltothrakern im heutigen rumänisch-bulgarischen Gebiet. Die Kelten waren in Oberitalien sesshaft, fielen in Delphi ein und setzten auch über den Bosporus, wo eine kleine Gruppe in Kleinasien blieb. Nur nach Norden hin sei die Abgrenzung zu den Germanen schwierig. Auch die Germanen, deren ursprüngliches Siedlungsgebiet zwischen Oder und Rhein lag, begannen um 500 vor Christus mit Wanderzügen, die sie im Westen nach England, Frankreich und bis in den Norden Spaniens und im Osten bis an das Schwarze Meer führten. Überall kam es zu Vermischungen mit Einheimischen. Welche weiteren Haplogruppen dominieren bei den Deutschen? 15% von ihnen gehören zur R1a. Besonders verbreitet ist sie bei Ost- und Westslawen, Balten, aber auch bei den Nordindern, Kirgisen und Paschtunen. Allerdings bei den letzten in einer anderen Untergruppe. Das könnte ein Hinweis auf den genetischen Beitrag der Slawen sein, die früher als Wenden bekannt waren. So bezeichnete man neben den slawischen Bewohnern von Gebieten entlang und östlich der Elbe auch die Slawen nördlich der Donau, in der Oberpfalz und in Oberfranken sowie in den Ostalpen. Die Hinweise auf sie sind zum Beispiel slawische Ortsnamen wie Berlin, Chemnitz, Güstrow oder Pankow. Oder Personennamen wie Noack, Kral oder Modrow. Und Wörter wie zum Beispiel Grenze oder Gurke. Übrigens, Orke. Die Bajuwaren-Männer waren einer Studie eines Teams um Michaela Harbeck von der Münchner Staatssammlung für Anthropologie und Joachim Burger von der Universität Mainz mit 80% deutlich blonder und blauäugiger als die heute in Bayern lebende Bevölkerung. Eine mögliche Erklärung dafür sind Einflüsse aus den nahegelegenen slawischen Siedlungsräumen. Nachdem in der Völkerwanderungszeit die germanischen Stämme ihre Siedlungsgebiete östlich der Elbe verlassen hatten, wurden diese ab dem 6. bis 7. Jahrhundert von Slawen besiedelt, die aus den Gebieten des heutigen Tschechiens und Polens kamen. Sie ließen sich neben den verbliebenen Germanen nieder und bildeten Stammesverbände, wie zum Beispiel die Abruditen, Lutizen,
Hevela, Ranen, Retschanen, Drevanen, Sorben und andere. Hier sind besonders die in den Chroniken erwähnten Poladen hervorzuheben, die im 11. und 12. Jahrhundert ein Teil des Abubitenverbandes waren. Die Bezeichnung geht auf ihre Lage an der Elbe. Po für An und Laba für Elbe. Im 8. Jahrhundert begann die bäuerliche deutsche Ostsiedlung. Bis zum 12. Jahrhundert eroberten deutsche Fürsten Gebiete östlich der Elbe. Die slawische Bevölkerung wurde bis auf die sorbischen Enklaven assimiliert. Die Sorben, deren Anzahl auf 60.000 geschätzt wird, sind heute die einzige autochthone slawische Minderheit in Deutschland. Was kann man noch zu weiteren Beiträgen in der Genetik der Deutschen sagen? Der hebräische Zweig am Stammbaum, die Haplogruppe J, der 40% aller Juden angehören, umfasst 10% der Deutschen. Und das ist auch verständlich. Die Geschichte der Juden in Deutschland ist mehr als 1700 Jahre alt. Die Christen und Juden gingen bis zum ersten Kreuzzug im Jahr 1096 Ehen ein. Erst durch ihre Ghettoisierung wurden Juden isoliert. Im 19. und 20. Jahrhundert, nach ihrer Gleichberechtigung, kam es wieder zu zahlreichen deutsch-jüdischen Ehen. Die restlichen 5% der Deutschen entstammen der Haplogruppe E3b. Sie haben ihre Wurzeln bei den Phöniziern, dem seefahrenden Mittelmeervolk, das große Teile Europas und Afrikas bereiste und Handel auch im nördlichen Europa betrieb. Heute muss jeder scheitern, der staatliche Grenzen mit genetischen zusammenbringt. Je näher Menschen miteinander leben, desto ähnlicher ist ihre DNA. Ein Cottbusser ist genetisch näher an Polen als an Leipzig. In Aachen gleicht die DNA eher jener in Brüssel als der in Hannover. Okay. Wann entstanden die Deutschen? Die Völker entstehen nicht an einem bestimmten Tag. Und so lässt sich nicht ein Zeitpunkt nennen, an dem die Menschen an Elbe, Rhein und Donau zu Deutschen wurden. Wenn man allerdings ein Ereignis angeben möchte, ohne dass alles anders gekommen wäre, dann ist das die Schlacht von Fontenoy, 841 südlich von Auxerre. Drei Enkel Karls des Großen traten dort mit ihren Truppen an, weil sie über das Erbe stritten. Oh ja, davon habe ich gehört. Auf der einen Seite Kaiser Lothar, auf der anderen seine Brüder Ludwig, König von Bayern, und Karl, König von Westfranken. Das Fränkische von Bayern auf der Seite Kaiser Lothar, auf der anderen seine Brüder Ludwig, König von Bayern, und Karl, König von Westfranken. Das Fränkische Imperium Karls des Großen, bis heute das Symbol für die Einheit Europas, zerbrach. Die Brüder teilten den Vielvölkerstaat auf. König Ludwig erhielt den östlichen Part und sein Ostfränkisches Reich wurde zum Ausgangspunkt für etwas ganz Neues, die Deutschen. Die Ethnogenese ist hier in umgekehrter Reihenfolge verlaufen. Am Anfang war das Reich, erst darin entstand ein Volk. Die Menschen empfanden sich damals keineswegs als Deutsche, sondern als Franken, Alemannen oder Bajuwaren. Erst das Ostfränkische Imperium bot einen verlässlichen Rahmen, innerhalb dessen die Stämme zu einem neuen Volk zusammenwuchsen. Sie schlitterten in ihr nationales Dasein, ohne es zu merken und ohne es zu erstreben. So urteilt der Historiker Johannes Fried. Einen weiteren Schub dafür gaben die Italienfeldzüge, beginnend mit Otto dem Großen im 10. Jahrhundert. Um die fremden Völkerschaften, die über die Alpen nach Rom zogen, einen gemeinsamen Namen zu geben, griffen die Italiener das Wort Theodisk auf. Fried betont, dass sich die Völker erst da als Deutsche begriffen hätten. Doch das war ein zeitlich und örtlich begrenztes Phänomen. Sobald sie wieder zu Hause waren, blieben sie Franken oder Sachsen. Ihre Eigenheiten äußerten sich in ihrem Sagen. Die Franken hielten sich für die Enkel der Trojaner und die Schwaben kamen einst in großer Zahl über das Meer gefahren. Die Bajuwaren aus dem heutigen Armenien oder aus Sibirien. Ein gemeinsames Abstammungsnarrativ bot die im 15. Jahrhundert entdeckte Schrift Germania
des römischen Historikers Tacitus aus dem 1. Jahrhundert. Nun schien das Volk der Deutschen, das man mit den Germanen gleichsetzte, älter zu sein als das der Franzosen und, obendrein, moralisch überlegen. Das Volk selbst sah sich aber immer noch als Angehörige ihres jeweiligen Stammes und später als Untertanen ihres Territorialfürsten im Heiligen Römischen Reich. Das aber war eher ein Gebilde, in dem neben Deutschen auch Menschen mit italienischer, flämischer, französischer und tschechischer Muttersprache lebten. Unterhalb des Kaisertums bildeten sich selbstständige Territorien heraus, deren Untertanen dabei auch eine auf den Kleinstaat bezogene Identität entwickelten. So kämpfte man in Kriegen für seinen Fürsten gegen das Heer des Nachbarfürsten. Auch wurde die Art der Religionsausübung im Zeitalter der Reformation nicht von einer gesamtdeutschen Autorität bestimmt, also anders als in England oder Frankreich, sondern vom jeweiligen Territorialherren. Im 16. Jahrhundert manifestierte sich der Prozess der nationalen Konsolidierung in der Schaffung einer Schriftsprache. Okay, das oben kann ich gar nicht lesen. Aber ich glaube, da drunter ist der römischen Königlichen oder der komische. Aber es kam gleichzeitig auch zu der religiösen Spaltung in Katholiken und Protestanten, die die Unterschiede im Alltagsleben und in der Kultur der Deutschen bestimmten. Martin Luther übersetzte das Alte und Neue Testament, das in Hebräisch und Altgriechisch verfasst war, ins Deutsche. Er verwendete dabei eine Schriftsprache, die sich an der kursächsischen Kanzleisprache orientierte. Durch die Drucktechnik Gutenbergs hat sich die Sprache weiter verbreitet und ist später auch in katholischen Gebieten übernommen worden. Aber bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gab es immer noch kein ausgeprägtes Nationalbewusstsein. Den Wechsel brachte erst die nationale Bewegung Anfang des 19. Jahrhunderts, die nach den Befreiungskriegen gegen das französische Kaiserreich und die napoleonische Herrschaft großen Auftrieb erhielt. Erst 1871 wurde mit der Reichsgründung der erste deutsche Nationalstaat gegründet. Seine Einwohner wurden als Reichsdeutsche bezeichnet. Und wie immer würde es mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert oder ihn einem Like gibt. Okay. Ja, wisst ihr, was zu tun habt? Da draußen. Oh. Marshexen, kann man sich später mal angucken, aber wäre nicht so meine Taktik, weil ich bin kein Fan davon, halt Blitzer oder so reinzuballern. Aber das ist ein anderes Thema. Also, Germanen und Deutschen und ja, wo wir herkommen, ist jetzt teilweise geklärt. Wir sind einfach ein Mischvolk. Das war's auch einfach. Ja, wie bei dem anderen React auch, falls ihr halt euch mal den Kanal durchstöbern wollt. Oder auch das Video selber mal gucken wollt, Link dazu gibt es dann später in der Videobeschreibung. Oder halt, wenn das Video draußen ist, dann direkt in der Videobeschreibung. Also bis dann, ciao.